wir. Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Oder wie? Was war das? Wir können halt noch nichts herstellen. Wir haben ein Messer. Es muss gefühlt halt jetzt jeder Schuss sitzen, ne? Jetzt sitzen meine ich halt auch echt Headshots, ne? Und Messer muss halt passen. Hey, so viel dazu, ne? Hat ja gut geklappt. Ja, gut, Headshot, ne? Gut. Ah, gut. Das macht das Ganze hier leichter. Es sind halt immer noch 1000 Gegner da gefühlt, ne, aber... Wie gesagt, macht zumindest leichter. Zwei. Drei. Scheiße, der ist hinter uns. Wow, ich hab was gehört. Ja, ich hab's gehört. Augen offen halten. Joel, da ist der Ausgang. Hier ist er. Oh, shit. Scheiße. Das war verdammt knapp. Und es wird auch echt nicht besser, ne? Ich waste hier Muni, das ist unglaublich. Und ich kann auch kein Heal craften. Fuck. Aber das war's. Das hat jetzt nicht viel gebracht. Okay. Haben wir da jetzt wenigstens noch ein bisschen Muni? Wir sind jetzt auf der anderen Seite, nun da raus. Bleib unten. Bisschen umsehen noch. Aber ich glaube, hier ist nichts.
Hier ist es keine Zeit mehr zum Umsehen. Ich habe nichts mitgenommen zum Werfen. Fuck. Ich habe halt kaum Leben. Ich bin so gut wie tot. Nicht gesehen. Okay. Ja, selbst schuld, ne? Dann kriegst du jetzt einen Shot. Keine Loot. Schade. Okay. Oh, Gott sei Dank. Geht's nur da lang? Hier ist nix. Oh ne, hier geht's lang. Dann ist hier vielleicht noch irgendwas. Scheiße, ich muss echt Heal finden. Sieht aus, als wäre da nix. Dann einfach mal hier durch. Kommt aber keiner mehr, ne? Ja? Ist zuversichtlich, ne, der Typ. Tauchen. Ah ja. Ist es mit so einer Maske einfacher oder schwieriger zu tauchen? Okay. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn-Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet.
Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mist, als würde sie mich jede Sekunde einen Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch eine Viertelstunde, dann gehe ich zurück. Mhm. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Ah, geht's da unten lang? Ah, shit. Weil ich dachte, vielleicht auch da. Ah, guck mal, da ist auch eine Leiter. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Aber da komme ich noch nicht dran, ne? Heißt, ich muss... Kann ich auf dieses Brett? Ja. Ah, ich kann sie rüber transportieren damit. Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay, okay. Oh, vorsichtig. Ich hab dich. So, und sie stellt hier die Leiter dann hoffentlich dahin. Jetzt würde mich mal interessieren, was da hinten ist. Also es geht ja offensichtlich da hinten lang, wo wir jetzt gerade waren. Aber hier ist auch irgendwas noch. Ich hoffe, das ist jetzt kein fataler Fehler. Hier mal... Oh. Oh. Okay. Schau mich nochmal eben hier richtig um. Okay. Nochmal einen Tauchgang machen. Nichts hier vergessen. Woran erkenne ich, wie lange ich noch tauchen kann? Beziehungsweise ob es dem Herren langsam zu viel wird. Naja. Ich hab halt keinen Bock. Da war es halt gerade gefährlich. Abzusaufen, weil dann konnte man ja nicht überall einfach wieder an die Oberfläche. Okay. Medikit. Sehr gut. Ah, können wir eigentlich aber direkt benutzen dann. Hier oder da lang? So, okay, auf jeden Fall da lang. Eine Frischluft. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten.
Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Alright. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Was? Nichts, ich hab... So weit war ich noch gar nicht. Ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb... Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Na gut. Schau mich hier nochmal eben um. Oh, hey Kleiner. Hm? Hast du ein Tier gesehen? Gut, schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Wohl, nee, doch, ich war mal so weit. Glaube ich, oder? Ich bin gerade total verwirrt. Vielleicht verwechsel ich das auch. Das ist echt schwierig zu sagen gerade. Weil es kann echt sein, dass es im Remaster war, aber auch genauso gut im Remake. Weil, ja. Ist halt ewig her, dass wir das hier zuletzt gespielt haben. Aha. Mist. Tja, hier drüben geht's auch nicht. Ja, was sollen wir mit den Bretten machen? Wir können uns das hier ranstellen. So gleich da dran kommen und... Ja, wir müssen auch erstmal da hoch. Ach so, lol, das geht. Lost. Ja gut, schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Beenden werden sich auch gleich mal. Na also. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Oh, loch. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann... Das Ding ist gut für uns. Hui. Okay, komm. Und ich glaube, ich war mal so weit. Ja stimmt, die U-Bahn-Station und so, die habe ich... Aua. Nahkampfverbesserung, warte mal, was? Ah, okay, die können wir jetzt auch herstellen, die Dinger. Können wir hier? Na, nee. Toll, wir haben einen Anhänger. Toll. Okay. Schön. Komm rüber. Soll ich das nicht nehmen, hä? Achso, wir kommen hier so weiter. Lost. So. Ah ja. Ich glaube, hier war ich auf jeden Fall schon.
Und das hat mich irgendwann so enorm genervt, was hier abging. Ich war vollkommen überfordert und dann war ich raus, ne? Da habe ich aufgehört, das Remaster zu spielen. Ja gut, schwierig. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Irgendwo geht's nämlich gleich richtig ab. Zumindest war ich ja vollkommen überfordert. Aber ich war auch dumm. Oh Mist, bleib zurück. Was ist das für einer? Kein Klicker, ne? Wir haben ja leider auch immer noch nicht irgendwie eine Flasche oder sonst was wieder, um die herumzuschauen. Ja, okay, doch. Das ist ein Klicker. Scheiße. Tot. So viel dazu. Das ist das Symbol für Tod. Okay. Das ist auch ein Klicker, ne? Aus dem Weg! Geh doch! Junge! Digga! Piss dich! Shit! Okay. Neue Waffe ist nicht schlecht. Schauen wir einmal hier. Das sieht halt immer noch schlecht aus mit Munition und so. Den Klicker hätte ich jetzt halt auch anders töten können. Beide. Hier durch. Nur die Sachen zum Locken haben müssen und ja gut. Wir haben halt nur ein Messer und ich glaube, einen Klicker kannst du gar nicht, oder? Ich glaube, die kann ich nicht einfach so töten. Reicht immer noch nicht, ne? Wir haben jetzt 25. Ah, doch, wir könnten das hier machen. Fertigungszeit. Okay? Oh ja, machen wir mal. Es hat vorhin ein bisschen zu lange gedauert, fand ich. Du kannst nicht pfeifen. So, Messer können wir nicht herstellen. Wir können immer einen Molotow wieder herstellen. Lassen wir das aber erst nochmal. Legit, genau wie ich. Ich kann das auch nicht. Also, pfeifen. Bin lost. Oh, lol. Wieso waren wir hier noch nicht? Will ich das? Ist jetzt so die Frage, will ich das? Na gut. Man nimmt, was man kriegt. Oh, man nimmt noch mehr, was man kriegt. Ne? Ist doch fein. Ja, da waren wir gerade. Ja, wasten wir es jetzt? Ich glaube, wir müssen. Ne? Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Deshalb hat man auch gerade die Sachen bekommen fürs Messer. Was, wenn man jetzt...
Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Ah, okay, ja, hat sich gelohnt. Vergesst es. Oh, lol. Oh, lol, ist also ja wirklich richtig gelohnt. Wir haben voll einen Scheiß haben wir. Komm. Wir kriegen das irgendwie hin. Das Papierzeugs ist voll. Ja, dann stellen wir einfach was damit her. Medkit kann man immer gebrauchen. Molotow kann man natürlich auch immer gebrauchen. Okay, jetzt können wir aber aktuell nicht mehr so schön was herstellen. Wir bräuchten ein bisschen Klebeband. Klebeband. Ah, das nervt mich, dass wir das jetzt nicht mitnehmen können. Weil dafür die Muni, das wäre nicht schlecht, du. Das wäre nicht schlecht. Ach, scheiße. Zwei Schüsse damit wären das. Ja, dann komm. Gut. Stell den Fuß auf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Oh, mal sehen. Okay. Tada. Gut gemacht. Danke. Danke. Das war hier gerade. Ah, okay. Ist das besser? Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Müsste ich diese Dinger zählen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, zu viel zu zählen. Ja, passt schon. Das ist dasselbe, glaube ich, tatsächlich. Okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Boah, hier ist zu viel. Boah, nee. Das müssen wir uns, glaube ich, mal im nächsten Stream, Video, wie auch immer, angucken. Ich werde das Ganze jetzt alles immer nur streamen. Wobei ich nicht weiß, ob es der nächste Stream wird. Werde vielleicht auch ein paar andere Projekte, die dann eigentlich Videos mal waren, werden sollten. Umverlagern für Streams. Je nachdem, wo es so passt. Ich werde auch generell ein paar andere Sachen mal streamen. Abseits von dem, was ich unbedingt dann halt auch wie das hier jetzt nebenbei aufnehme und hochladen möchte dann. Werden wir sehen, was das alles wird. Kann ich hier easy speichern? Scheint. So. Einfach hier drauf, ne? Gut, dann würde ich sagen, war's das mit diesem Stream oder Video. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch dann, wenn ihr im Video seid, wenn ihr das Video seht, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um den nächsten Part nicht zu verpassen, beziehungsweise falls es euch juckt, dann könnt ihr natürlich auch direkt immer in den Stream rein und dann nicht immer auf das Video warten. Das wird, glaube ich, ewig dauern, bis ich das hier geschnitten habe und hochgeladen habe und bla. Dann würde ich sagen, bin ich raus, bis zum nächsten Stream und oder Video und ciao.